Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, etwas ungeplanten und unschönen Video. Ja, die Leute, die meine Insta-Story verfolgen, haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe mich gestern Abend, also heute ist Samstagmorgen, gestern Freitag, beim Push-Training oder besser gesagt bei unserem Brusttraining verletzt in der Schulter. Will euch da natürlich dran teilhaben lassen. Ich habe gesagt, der nächste Wettkampf ist Polen. Ich bin hier gerade noch am Schreiben mit dem Physiotherapeuten, mit Stefan. Hier ist mein Arztbericht. Also ganz kurz, wer es auf Instagram nicht mitbekommen hat. Gestern ganz normal, ganz routiniert gestartet. Justin ist wieder da aus Alicante. Und gestern stand dann unser zweites Training an. Vorgestern schon sehr erfolgreich Rücken trainiert. Und gestern ging es dann los ins Brusttraining. Wir haben uns warm gemacht, ganz normal wie immer. Bisschen Schultermobility, Schulter ausgehangen, Beinheben, Trizeps schön warm gemacht, weil ich ja immer Probleme mit dem Ellenbogen hatte. Aber toi, 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 der Ellenbogen ist wieder okay. Das passt alles, hat sich gut regeneriert. Und sind dann mit der Incline gestartet. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Schrägbankdrücker, ob nun Kurzhantel, Langhantel, Multipresse oder auch Maschinen. Das ist die Übung, die mir wirklich extrem gut liegt, wo ich extrem problemfrei oder komplett problemfrei arbeiten kann. Dementsprechend eine unserer Lieblingsübungen fürs Brusttraining. Gestern auch gut gestartet, warm gemacht mit der Stange, mit 20er pro Seite, mit 30 Kilo pro Seite, mit 2,20ern pro Seite, mit 2,5. Also mit 50 Kilo pro Seite und dann ging es für mich in den Topsatz mit 160 Kilo, also 70 Kilo pro Seite plus Pi mal Daumen 20 die Stange. Ich habe keine Ahnung, was die Stange auf der Multipresse wiegt. Ich rechne sie einfach immer mit 20, weil es völlig egal ist. Ist ja immer die gleiche Stange. Auf jeden Fall erste Wiederholung rausgehoben. Hat alles auch super gepasst, hat sich richtig gut angefühlt, schön Druck an der Muskulatur. Die Positionierung von der Bank war perfekt, kein Druck im Ellenbogen. Also wirklich eine glatte Eins, genauso wie sich das anfühlen soll, wenn man ins Training startet. Ins letzte, Anführungsstrichen, schwere Training. Gestern wäre es nochmal bis zum Muskelversagen gegangen. Nächste Woche wäre dann Peak Week gewesen, da mache ich ja mal so Reps in Reserve 1 bis 2, also ich sage immer 80% Training, nicht ins Versagen. Also gestern wäre eigentlich geplant gewesen, noch ins Muskelversagen zu trainieren. War dann eine kleine Planänderung, es war nicht Muskelversagen, sondern irgendwie körperliches Versagen. Fällt auf jeden Fall ein bisschen schwierig, das körperliche Versagen gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall in der zweiten Wiederholung rausgedrückt und beim Rausdrücken hat die Schulter nachgegeben. Er hat kurz gezuckt. Wir blenden das hier einmal kurz ein. Ich habe den Topsatz gefilmt. Schulter ist irgendwie instabil geworden, ich konnte keinen Druck aufbauen und ich habe auch so ein Reißen gespürt, in Anführungsstrichen, wie als wenn man so einen Reißverschluss aufreißt, wenn man ein T-Shirt zerreißt, irgendwie so. Das kenne ich vom Muskelfaserriss, aber es war ein anderes Gefühl. War oder ist kein Muskelfaserriss, muskulär ist alles in Ordnung, also ich merke es, hier ist alles okay, also der Schmerz sitzt hier vorne in der Schulter und seitlich in der Schulter. Ich warte jetzt eigentlich noch auf Ricky, dass die mir mein T-Shirt überzieht, weil ich komme nicht alleine in T-Shirts rein oder raus. Die macht sich gerade noch fertig und dann werde ich angezogen. Auf jeden Fall hat es dann einmal schön, ich habe es schön gehört, man hört das ja so, wenn jemand, der schon eine Verletzung hatte, von innen quasi so, dass es so macht. Dann habe ich abgesetzt, Justin war Gott sei Dank direkt daneben, hat mir die Stange gleich abgenommen, hat sie reingehoben und dann habe ich gedacht, okay, passt alles, habe den Arm so nach vorne ausgestreckt, Bewegung war okay, hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, aber jetzt keine groben Schmerzen, jetzt beim Faserriss oder so. Da haben wir Gewicht runtergenommen, da habe ich gesagt, Justin, pass auf, ich,
drück das Ganze jetzt nur mal raus und gucke, ob ich das rauskriege. Er hat sich direkt hintergestellt und ich habe die Stange aus der Multipresse gar nicht drücken können mit links. Also ich keine Kraft mehr in der Brust. Bin dann runtergegangen, also wir waren gestern im Invictus, an die Nautilus-Brustpresse und habe da ja versucht, mit einer Platte, also mit 5 Kilo, das Ganze rauszudrücken. Das war absolut nicht möglich. Ich wollte einfach wissen, ob irgendwas kaputt ist. Und habe dann abgebrochen und bin direkt ins Krankenhaus nach Bobeck gefahren. Die sollen sehr gut sein, was das angeht, also was so Unfallchirurgie angeht, Unfallverletzungen. Und saß dann 3,5 Stunden in der Notaufnahme, wurde aber sehr gut behandelt, eine sehr gute Ärztin gehabt, sich das wirklich alles angeguckt hat, Funktionstest gemacht hat und mich jetzt quasi weitervermittelt hat ins MRT. Gestern wurde ein Röntgenbild gemacht, es ist nichts abgebrochen oder sonst was, es sind keine Kalkablagerungen auf dem Röntgenbild zu sehen oder so. Also man sieht das ja, wenn da mehr ist, dass da so ein Kalkhubbel quasi wachsen im Gelenk oder keine Ahnung, wie man das nennt, aber komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall haben wir hier diverse Tests gemacht und einige Tests sind negativ, einige sind positiv und es spricht dafür, dass ich mir entweder die Supraspinatussehne wohl angerissen habe oder die Rotatorenmanschette. Ich habe gestern Abend sehr optimistisch gedacht, das wird schon. Morgen stehst du auf und dann ist der Schmerz deutlich geringer und ich kann heute Beine trainieren und wir ziehen durch. Gehe Sonntag wie geplant in die Peak Week und dann feuerfrei für Polen. Jetzt habe ich, wie gesagt, gerade oder schreibe gerade noch synchron mit Stefan und Stefan hat auch einen Therapeuten an der Seite, mit dem er zusammenarbeitet. Hat der sich kurz angeguckt, wie ich mich bewegen kann. Also ich habe heute Morgen ein Video vom Spiegel gemacht, was so mit der Schulter geht, bewegungstechnisch, und es ist halt nichts. Das sind so 10, 20 Grad, kann ich den Arm nach links machen. Also ich kriege den Arm überhaupt nicht hoch. Und er sagt, auf gar keinen Fall trainieren. Das Risiko ist einfach zu hoch, jetzt ins Gym zu fahren. Und Chico, ist alles gut, ins Gym zu fahren. Ich halte mich an der Beinpresse fest und reiß mir die Supraspinatussehne ganz ab oder die Rotatorenmanschette oder was halt da irgendwie kaputt ist und reißt das ganz ab, um das jetzt zu vermeiden, sportfrei bis Dienstag. Gott sei Dank habe ich gestern noch einen Termin fürs MRT bekommen am Dienstag und hoffe, dass ich da dann gleich mehr erfahre, dass sie was sehen. Das ist immer nicht ganz so einfach. Je mehr Muskulatur man hat, desto problematischer ist das. Das kenne ich leider schon. Gerade wenn es eng in der Röhre ist, wenn die Schulter nicht passt oder so, wird das zusammengequetscht und dann sehen sie einfach nicht genug, um das genau zu identifizieren. Ich hoffe, das passt Dienstag alles. Also ich habe es leider schon mal gehabt, dass ich beim MRT angekommen bin und die haben mich nicht in die Röhre gekriegt. Da musste ich dann ein anderes MRT-Zentrum haben, wo die eine größere Röhre hatten. Auf jeden Fall steht Dienstag jetzt erstmal MRT an. Und bis dahin bin ich stillgelegt. Und also ich war gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr down. Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Schweden war ein sehr erfolgreicher Wettkampf, ein sehr guter Wettkampf. Mit dem Ergebnis bin ich extrem zufrieden, habe die Klasse gewonnen. Im Overall habe ich gegen einen sehr guten Athleten verloren. War eine Flip-Flop-Entscheidung, haben sie mir so gesagt, haben sie uns so gesagt, beide hätten gewinnen können. Portugal war halt Portugal. Da wurde anders gewertet, was ja auch okay ist. Akzeptiere ich als Sportler, aber ja, it's not over und I'm not done. Und dann war der Plan Polen. Ja, und wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, habe jetzt echt gewartet, bin mit Justin nach Alicante gefahren. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Er hat seine Karte bekommen und natürlich hat mich das Ganze motiviert. Ich will auch die Karte, ich will auch in die Liga. Und das war das Ziel für nächste Woche. Und gestern Abend wurde der Stecker gezogen und es hat jetzt so ein bisschen gedauert. Gestern Abend war ein bisschen down, wie gesagt. Und heute realisiere ich halt, nachdem jetzt Gespräch und der Niki heißt, der Therapeut von Stefan, auch gesagt hat, auf gar keinen Fall irgendwas machen, stilllegen, ruhig liegen bis zum MRT, ist mir eigentlich bewusst geworden, was da so ist und dass es halt nicht gut ist. Und dass es halt auch ernst ist, dass das Ding jetzt halt ganz abfliegen kann. Was wir natürlich
ja, vermeiden müssen, dass das Ganze abfliegt, weil wenn das Ganze abgerissen ist, komplett ab ist und das Ganze neu angenäht werden muss, wäre das der absolute Horror zeittechnisch, für mich zeittechnisch, dann wäre die Saison auf jeden Fall im Eimer. Ich halte mich gerade so ein bisschen daran fest, dass wir Polen aussetzen, schweren Herzens, und ich in 2 bis 3 Wochen wieder fit bin, dass ich Dienstag irgendwie ein halbwegs positives Ergebnis bekomme, dass irgendwo diese fitzen Hoffnung ist da, zu sagen, ey, ja, wir können was machen, wir können wieder Gas geben, ich muss vorsichtig sein, aber es geht was, ich kann es belasten, ich kann mich wieder bewegen. Das ist halt so der Gedanke, ich muss mich erstmal wieder bewegen können, das ist halt der absolute Kracher, also nur um es euch zu zeigen. Das hier ist so mein Maximum, das ist schon schmerzhaft an Bewegung, und ihr wisst, das ist keine seitliche Bewegung hierhin, aber das ist, wie gesagt, aktuell das Maximum, was geht. Ja, richtige Scheiße. Kopf ist gut durch, kann ich nicht anders sagen. Kopf ist auf jeden Fall gut durch. Ihr merkt, glaube ich, auch, ich habe Probleme, Worte zu finden für diese Scheißsituation, weil es mich einfach nervt. Ich will das Ganze durchziehen. Ich will Gas geben und der Körper kann gerade quasi nicht. Ich habe euch gesagt, ich ziehe das Ding durch und ich gebe nicht auf. Und jetzt werde ich quasi zum Aufgeben gezwungen und das pisst mich richtig an, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Jetzt ist Samstag. Ich nehme euch mit ins MRT. Bis dahin heißt es ausruhen, rumsitzen und warten. Es ist Feiertag am Montag, deswegen kann ich Montag nicht ins MRT. Wollen wir mal sehen. Also, wie gesagt, ich drücke einfach die Daumen, dass Dienstag nichts abgerissen ist, vielleicht ein bisschen was angerissen ist, ich das Ganze gut von meinem Therapeuten behandeln lassen kann, vielleicht mit einer Aktovegin-Behandlung, wobei es vielleicht dann schon zu spät ist, das mit Aktovegin zu behandeln, was die Regeneration angeht, was die Heilung angeht, um dann in 2, 3 Wochen wieder durchstarten zu können, und in 4 Wochen ist die EMPRO. Da habe ich Flüge gebucht, weil ich mir ganz klar als Ziel gesetzt habe. Mein Ziel war, Polen zu gewinnen und auf der EMPRO als Profi zu starten. Deswegen habe ich die Flüge gebucht. Die Tickets sind gebucht. Da ist noch ein Amateurwettkampf. Und da Polen jetzt definitiv wohl nicht klappt, dass ich den Amateurwettkampf mitnehmen kann und dann abends auf der Pro-Show starten kann. Das ist jetzt mein Gedanke, mein Notnagel, mein mentaler Notnagel, um nicht alles hinzuschmeißen. Aber ich bin nicht der Typ, der was hinschmeißt. Deswegen wird jetzt das gemacht, was unserem allen am schwersten fällt. Erholen, ausruhen, regenerativ alles machen, was man machen kann. Ich habe jetzt die Subs nochmal ein bisschen erhöht, alles, was Entzündungen hemmt. Habe Ibuprofen bekommen, habe meinen Cissus ergänzt, habe Solid Joints erhöht, habe Kollagen erhöht. Alles, was man so in der Hoffnung macht, was irgendwie helfen könnte, um alles rauszuholen. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass ich schnell wieder am Start bin, weil so kann ich das nicht stehen lassen. Das Kapitel ist auf und ich hasse offene Kapitel. Ich muss da einen Haken dran machen, ich muss das abschließen für mich, für euch. Ihr habt mich begleitet, ihr habt mich supportet. Ich will liefern, ich will für euch liefern, ich will für alle da draußen liefern. Mir ist es unangenehm, dass es so ist, wie es ist, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Ricky gestern auch gefragt, ob sie enttäuscht ist. Sie ärgert sich für mich natürlich, aber ich will niemanden enttäuschen, ich will euch nicht enttäuschen. Ihr supportet mich und ich weiß, ihr verfolgt die Wettkämpfe gerne und ich will euch Wettkämpfe zeigen und ich werde euch Wettkämpfe zeigen. Aber jetzt muss ich erstmal 3 Tage die Füße stillhalten. Und dann sehen wir uns im MRT. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, sonst fange ich hier an zu flennen. Aber das habe ich gestern schon genug gemacht. Deswegen, ja. It's not over, baby. Ich ruhe mich jetzt aus bis Dienstag.
Und dann hoffe ich, dass ich Dienstag einen guten Befund kriege, dass wir einen guten Befund kriegen und dass wir Gas geben können. In diesem Sinne melde ich mich jetzt heute erstmal ab und mal gucken, was der Arzt im MRT sagt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier die Kamera halte. Aber auf dem Knie abgestützt geht das dann doch ganz gut mit der linken Hand. Ja, jetzt ist es soweit. Ich bin angekommen bei der MRT-Untersuchung. Ja, im Kernspinzentrum in Harburg. Und ich habe noch 10 Minuten Zeit. Wollen wir gleich mal reinlatschen. Ich bin richtig gespannt, was da heute bei rauskommt. Bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Entweder ist was ab und es ist richtig kacke und es läuft auf eine OP hinaus, oder es ist was angerissen und ich habe lange Pause und das Ganze muss dann ja quasi von selbst verheilen. Ich bin gespannt. Jetzt machen wir erstmal die Bilder. Die Bilder gehen dann noch zum Arzt und der wird mir dann hoffentlich erklären, wird er mir definitiv erklären, was wir dann machen. Aber erstmal müssen wir wissen, ob das oder was genau in der Schulter passiert ist, und das machen wir jetzt. Jetzt ist es dann auch soweit. Ich warte. Da ist das MT. Und da war das Wartezimmer. Einmal alles ablegen und dann geht's los. Okay, ich bin raus beim MRT. Hier sind die Bilder. Ich konnte da eben beim Arzt leider nicht drin filmen, als er mir das Ganze erklärt hat und die Bilder erklärt hat und das alles gezeigt hat. Ich bin ein bisschen erleichtert, aber ich weiß noch, jetzt kommt ein bisschen Reha auf mich zu. Die Bilder gehen digital an meinen Therapeuten, also meinen Physio, Florian Friedrich. Der ist ja auch Sportmediziner und das ist halt die geniale Kombi. Er ist Sportmediziner, er ist Physiotherapeut, er ist Chiropraktiker und wird mich jetzt ganzheitlich behandeln können. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke. Die Supraspinatussehne hat gehörig gelitten. Infraspinatus ist in Ordnung, die anderen Sehnen sind in Ordnung. Das AC-Gelenk hat ein bisschen Arthrose. Der Arzt jetzt hier, der Röntgenarzt hat mir gesagt, dass ich mir wohl mal eine AC-Gelenksprengung zugezogen habe. Ich weiß nicht, ich hatte damals einen Motorradunfall und bin auf die Schultern gefallen. Rechts ist gebrochen, links ist heil geblieben. Deswegen habe ich rechts immer noch die Platte in der Schulter, die ich mir nicht rausnehmen lasse, weil das Trainingspause bedeuten würde. Vielleicht kann ich es jetzt machen. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, was mein Therapeut sagt, wie wir das Ganze angehen, was wir machen. Ich bin heilfroh, dass das Ganze nicht abgerissen ist. Ich habe mit drei Bekannten, also mit einem wirklich engen Bekannten und zwei entfernten Bekannten gesprochen. Die haben das beide schon, oder die alle drei haben es schon gehabt, teilweise mehrfach gehabt. Es ist leider einfach so bei Sportlern, die Supraspinatussehne wird da einfach, die ist im Verschleiß, die läuft in der Schulter nicht ideal, scheuert da, wird extrem belastet. Und bei mir sind jetzt ja über 50% eingerissen. Deswegen kann ich mich motorisch bewegen unter Schmerzen, aber ich kriege halt keine Power rein. Ich bin ganz ehrlich, die letzten drei Tage waren eine absolute Horror. Ich habe gegoogelt, macht das nicht. Googelt nicht nach solchen Sachen. Ich habe mir schon die OPs von Supraspinatus Sehnenfrakturen angeguckt, von allem. Alles, was in der Schulter passieren kann, habe ich mir so ungefähr angeguckt und habe mich schon 12 Wochen in der Schlinge gesehen, 12 Wochen nicht im Gym, außer zum Beintraining, jeden zweiten Tag. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass ich jeden zweiten Tag Beine trainiere. Mir fällt auf jeden Fall jetzt gerade ein Stein vom Herzen, dass es nicht ab ist. Aber ich weiß, ich habe Stefan gerade geschrieben, dass die Sehne über 50% gerissen ist. Ich weiß, dass 50% nicht in 3 Wochen bis zur MPRO heilen werden.
Da gehe ich ganz stark von aus, dass ich in 3 Wochen keine Bankdrückbewegung und Seithebebewegung mit Gewichten ausführen kann, die dafür sorgen, dass meine Muskulatur da bleibt, wo sie ist oder besser wird. Ja, das ist harter Tobak, bin ich ganz ehrlich. Das ist das, was ich, ja, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist das, was mich mental echt ärgert, stört und in schlechte Stimmung bringt. Bin ich, ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe, als ich mit Justin in Alicante war, habe ich gesagt, pass auf Justin, wir machen das so, du bist jetzt Profi. Ich fahre jetzt nach Polen. Entweder mache ich da die Profikarte, wovon ich ausgehe. Und wenn nicht, dann fahre ich sowieso zur M-Pro und versuche es da. Und wenn es da klappt, starten wir abends oder nächsten Tag zusammen als Profi und habe dann schon die Flüge gebucht, weil ich gesagt habe, ich muss sowieso nach Alicante, ob als Profi oder als Amateur. Ja, jetzt fliege ich auf jeden Fall als Amateur. Als Tourist wohl. Ich weiß nicht, jetzt nicht, ob das eine geile Reise wird oder nicht. Also wird sicherlich lustig, ja. Aber dieser Beigeschmack, dass man eigentlich da sein wollte, um zu starten, ja, ist schon eklig. Ich weiß nicht, wie ich mir den Wettkampf angucken soll. Ich werde mir auf jeden Fall die Pro schon mit Justin angucken, dass er das rockt. Das freut mich immer noch extrem. Was mich ärgert, ist, dass ich jetzt nicht mit ihm trainieren kann. Und mal gucken, was mein Physio morgen sagt, was ich machen darf, was ich nicht machen darf, wo ich aufpassen soll. Weil wenn über 50% eingerissen sind, dann reißt der Rest auch schnell. Ihr kennt das ja, wenn so ein Band, ein Faden schon so aufgefächert angerissen ist, dann ist das nicht so geil, wenn man da dann noch richtig drauf rumhackt. Aber ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt meine nächste Mahlzeit hier am Start. Ich werde heute mal nach Plan essen. Die letzten 3 Tage waren echt chaotisch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen kompensiert, mich abgelenkt. Wir sind essen gegangen. Am Samstag mal raus. Klar, das Thema war die Schulter. Aber einfach mal ablenken, was anderes machen. Das gleiche haben wir am nächsten Tag wieder gemacht, weil ich einfach raus musste. Gestern war relativ gut. Ich war gestern im Training. Wer es nicht auf Insta gesehen hat, ich bin gestern einfach ins Training gefahren und habe 2 Sätze Bankdrückmaschine gemacht, Überzüge einarmig, Lat-Pulldown einarmig, Rudern einarmig, Seitheben einarmig, Bizeps-Curls und ein bisschen Trizeps-Strecken. Einfach nur, um Gefühl reinzukriegen und vor allen Dingen, um mich mal 40, 45 Minuten abzulenken und im Gym zu sein, was echt gut getan hat. Und danach, ja, habe ich wieder Müll gefressen. Habe auch gut zugenommen, bin bei knapp 135 Kilo jetzt. Letzter Stand war 129,5, glaube ich, am Freitag, muss ich nachgucken. Also gute 5,5 Kilo Wasser, was man auch mal an meinen Beinen sieht. Ja, nicht zu empfehlen, aber ich musste mich ablenken. Das habe ich mit Essen gemacht. Nicht extrem tonnenweise Müll, aber ich habe auf jeden Fall nicht nach Plan gegessen, weil ich nicht wusste, bin ich in Vorbereitung oder bin ich jetzt 3 Monate in der Schlinge und fange nach 3 Monaten meine Reha an. Und das hat meinen Kopf echt gut zerlegt, weil ich habe angefangen zu rechnen und Wettkampftermine rauszugucken und habe gedacht, okay, wir haben jetzt Mai, dann bist du bis August in der Schlinge. Dann brauchst du auf jeden Fall 8 bis 12 Wochen, um wieder auf Niveau zu kommen. Dann ist das Jahr vorbei. Dann habe ich gedacht, mein Ziel ist, dieses Jahr Profi zu werden. Und wenn das jetzt schnell heilt, also muss ich jetzt eine gute Reha machen, mich zusammenreißen. Weil die Saison geht noch weiter. Also die Saison vom NPC. Wir haben im Juli Wettkämpfe, wir haben im August, im September Wettkämpfe. Anfang Oktober haben wir noch einen Wettkampf.
dann fliege ich, jetzt muss ich schon sagen, leider nach Las Vegas. Ich habe die Mr. Olympia gebucht. Aber in Vegas könnte ich auch als Amateur starten, auf der Olympia-Amateur. Und dann, ja, Schweden ist im September. Und dann wäre nochmal Polen, irgendwie am 14. Oktober. Und dann geht es, glaube ich, noch bis zum Dezember weiter. Also es sind noch ein paar Chancen, was zu reißen. Ich habe es schon mal gemacht, zwei Saisons hintereinander geknallt in einem Jahr. Und wenn ich was will, dann mache ich das auch. Ich bin da einfach manchmal ein bisschen doof, Kopf durch die Wand, aber ich marschiere da. Und das werde ich diesmal auch wieder machen. Ich werde es auf meine Leute hören, was die Reha angeht. Und dann gucken wir weiter. Ich esse jetzt eine Mahlzeit und dann geht es morgen zu Florian Friedrich. Dem habe ich das auch schon geschrieben, aber das ist schwer, den zu erreichen telefonisch. Einfach, weil er entweder irgendwo im OP steht oder in seiner Praxis steht oder unterwegs ist seinen Fußballern. Dementsprechend warte ich da jetzt, spätestens morgen früh, 11.30 Uhr habe ich Termin, weiß mehr. Und dann bringe ich euch da auch nochmal aufs Laufende. Ja. Ich bin gespannt, wo die Reise jetzt hinführt. Eine Sache muss ich euch nur auf den Weg geben, neben dieser ganzen Negativität. Es gibt nichts im Leben, was keinen Sinn hat. Und ich weiß nicht, wohin die Verletzung mich jetzt führt. Aber das werden wir sehen. Vielleicht sollte es so sein, dass ich nicht nach Polen fahre, dass ich jetzt nicht weitermache. Und irgendwann werde ich sagen oder sehen, jetzt weiß ich, warum das passiert ist. Daran glaube ich ganz fest. Das Universum lenkt uns da. Soll jetzt nicht zu ayurvedisch sonst was sonst wie klingen. Aber ich bin der Meinung, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine andere. Sogar noch kalt. Aus diesem Grund geht's weiter. Und wenn, mache ich im Bodybuilding die neue Klasse Only Right Side. Komme ich mit einer flachen linken und mit einer vollen rechten an. So. Aber jetzt wird gegessen. Es geht ja darum, wie heilt das jetzt am schnellsten. Mhm. 20% ist nicht so viel. Das ist alles die Frage. Das ist halt, dass das, ne, wäre halt, dass das abreißt. Das ist jetzt auch die erste Frage an dich. Eigentlich OP oder nicht? Was würdest du sagen? Ich würd so jetzt keine machen und in 4 bis 6 Wochen nochmal eine MRT machen. Ja. Also gucken, ob das sozusagen einen Progress hat in dem Schaden, ob das nachwächst sozusagen, ja, da. Und weil du hast halt genug Muskelmasse, die im Prinzip da mitmacht. Mhm. Also ich glaube, wenn der Schock sozusagen da raus ist aus der Muskulatur, dann wird dein Delta ja auch, diese Seite heben, macht der Delta auch mit. Der Supraschnervus startet das ja sozusagen, deswegen hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Problematik. Also am Anfang ging halt nur so wirklich dieses leichte Pendel. Ja. Aber im Krankenhausbericht steht, dass ich diese Pendelbewegung machen soll, den ganzen Fühltyp an. Und jetzt kann ich halt schon wieder so machen. Ja, ja. Aber ich muss halt den Arm neutral halten, sobald ich irgendwie eine Drehung. Also wenn es, also das heißt, das ist sowieso so, wenn es so wäre, dass es abreißt, ja, und das würdest du ja wieder merken, so, dann macht es keinen großen Unterschied, ob man das jetzt, also von der rein von dem vom OP-Progress oder OP-Prozedere, die würde ja, die Sehne ist ja nicht sozusagen, die schnallt ja nicht weg und ist dann irgendwie nicht mehr auffindbar. Das heißt, man kann sich das schon gönnen, sozusagen, zu schauen, dass man das wieder so aufbaut. Mhm. Wenn das dann im Kontroll-MRT gut aussieht, dann kann man weiter so fahren, wenn man es dann auf dem Weg dahin durchfeuert, ja, der Rest auch, sodass du merkst, okay, ich kann es gar nicht operieren, es noch mehr weh, das sind also die Punkte, an die du das merken würdest. Mhm. Dann müsste man operieren, mhm, und dann ist die OP aber nicht schwieriger, nur weil man gewartet hat. Okay, gut. Das ist also der entscheidende Punkt. Ja. Was halt sein kann, wo du so ein bisschen reinhorchen musst, ist, ob so bestimmte Sachen schlechter werden. Ja. Weil du wirst nicht merken, ob bei 20% kann auch sein, dass es einfach durchrutscht, ohne dass du dieses Reißen merkst. Ne? Weil muss man jetzt halt schauen. Die Frage wäre jetzt im Prinzip, was kann man machen, damit es schneller, oder damit heilt besser, ja, wäre halt Eigenblut oder Aktovidin. Du bist ja mit dem Aktovidin ganz gut gefahren, kann man ja machen.
Müssen aber gucken, dass man das bei dir jetzt, wie gesagt, von der Masse her, dass man das auch findet, wo es, also die, das sozusagen, das auch dahin kommt, wo es hingehört dann. Ja, und dann muss man das dreimal machen. Ja. Und dann baust du langsam parallel, machst du genau so Pendelübungen, also gucken, dass man langsam steigert. Nur weil du es gut kannst, das ist ja auch noch ermahnend, so eine Leute jetzt gut zum Beispiel sagen, okay, das war in den ersten zwei Tagen schlecht, jetzt kann ich ja schon wieder so, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie das dann irgendwie hier machen darfst. Ja, ja, die ganze Zeit, weil natürlich das, die Sehne, der Muskel da jetzt nicht stabiler ist, nur weil, weil das Schmerz weniger geworden ist. Da muss man schon aufpassen. Ich heute Morgen schon beim Duschen habe ich es halt gemerkt, dass ich dann auch komme wieder mit der Hand in mein Gesicht, weil am ersten Tag war. Das ist auch okay, ne? Aber es geht halt eher darum, so vor allem sportlich aktive Leute neigen ja dazu, dann muss ich übermütig zu werden. Auch geil, können wir aber nicht mehr weh, weil es geht. Ich denke mal, der Steinbeutel und alles war auch bereits von dem Trauma an sich. Und dadurch genau, das meine ich, wenn dieser Schock, was ich meine, gibt es ja keinen Schock, aber wenn dieser Rums, der erste raus ist, dann nicht übermütig werden. Ne? Dann, so, dann bitte einmal auf die rechte Seite. Na. Das unangenehme Druckgefühl. Als wenn du so wie Honig fühlst, das war so richtig dickflüssig drin. Im Quadrizeps lateralis weiß ich wieder. Weil ich das Gefühl, das drückt wirklich nach außen. Ich glaube, einfach der Muskel bauchfrei lassen. Ja, also Pause, weiter, das gleiche nochmal wiederholen. Ja. Nochmal Pause. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Und Leute, absolute Empfehlung, Florian Friedrich. Für alle Sportler. Ja, aber lasst es einfach, macht nicht so einen Scheiß. Ja, einfach nicht gucken, das ist natürlich das Beste. Aber ich habe genug zu tun, oder? Einfach keinen Scheiß machen. Einfach keinen Scheiß machen. Einfach keinen Scheiß machen.